Здравейте, аз съм Ванчела, а това е Zoom. Братята от TapDad дойдоха от Берлин в София по случай 9-я национален Sprite Graffiti Fest. Двамата демонстрираха новото популярно изкуство Tape Art за първи път в България. Освен на феста, двамата се изявиха и в немското посолство в столицата, като преобразиха една от стените му. Томас и Штефан застанаха пред камерата на The Voice и ни разказаха повече за това течение в градската култура. Намирам се в немското посолство пред едни страхотни немски артисти, които са тук в България по повод Хумор от Германия, една прекрасна инициатива. И чрез нея те ще направят страхотни арт неща върху стената на немското посолство, ще рисуват тейп арт. Това е тяхното изкуство. Здравейте, момчета, добре дошли в България. Кога започнахте да се занимавате с тейп арт изкуство? Ich habe damit angefangen vor ungefähr 1,5 Jahren und ja, also ich habe aber auch schon vorher viel mit Graffiti und Zeichnen gemacht und irgendwann habe ich dann einfach Klebeband benutzt dafür. Wir machen schon seit längerer Zeit Graffiti, also ich bestimmt schon seit 10 Jahren und er auch schon seit längerer Zeit und wir haben uns einfach irgendwann gedacht, wir machen auch mal was mit Tape. Тейп арт изкуството не е ли доста по-трудно, отколкото графитите, тъй като те се правят с спрей и доста по-лесно става? Also schwieriger schon mal gar nicht. Nein, das ist einfach anders. Also es ist einfach ein ganz anderes Medium. Beim Graffiti ist zum Beispiel viel schwieriger, eine super lange, gerade, perfekte Linie zu machen. Beim Tapen nimmt man halt ein Klebeband und macht 10 Meter eine gerade Linie, die ist immer gleich dick. Dabei, beim Tapen hat man halt keine Rundungen, man kann keine Schwünge machen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied, aber es ist ansonsten einfach ein anderes Medium, also nicht schwerer, nicht leichter, einfach was anderes. Коя е най-голямото произведение, което сте правили? Тъй като забелязах, че сте правили картината на Густав Климт, Целувката, има ли нещо по-голямо, което сте успяли да създадете и по-трудно? Es ist immer schwierig zu sagen, was, also es ist tatsächlich schwierig zu sagen, was bei sowas schwierig ist, es zu machen. Also Gustav Klimt, den Kuss, das hat er gemacht. Ich denke, das hat ziemlich lange gedauert, also 3 Tage ungefähr. Allerdings hatte man da eine Vorlage, also man hatte etwas, was man nachtapen konnte. Manchmal, wenn wir Jobs machen und wir müssen planen und wir müssen ein Konzept entwerfen, dann dauert das wesentlich länger, den Wurf zu machen, als das Kunstwerk letztendlich. Много сте готини, благодаря ви. Много се радвам, че се запознах с вас и наистина вашето изкуство е страхотно. Пожелавам ви много успех и все повече хумор, по такъв начин и с такъв хумор да радвате хората.